Heute haben wir das Vergnügen, Britta Engelhardt, Direktorin des Theodor-Kocher-Instituts, zu treffen. Das Institut beteiligt sich seit mehreren Jahren an europäischen Forschungsprogrammen. Aber konnte Britta Engelhardt wirklich von diesen Forschungsprogrammen profitieren? Das werden wir uns jetzt anschauen. Frau Engelhardt, könnten Sie bitte kurz Ihr Projekt beschreiben? Der Schwerpunkt des Projektes, da geht es darum, die Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem zentralen Nervensystem, das ist das Gehirn und Rückenmark, zu überwinden. Die Zellen, die dort die Blutgefäße auskleiden an der Wand, versuchen wir zu öffnen an den Zellkontakten, sodass eine Möglichkeit besteht, darüber Medikamente vom Blutkreislauf in Gehirn und Rückenmark einzuschleusen, um Erkrankungen wie Tumorerkrankungen zu behandeln oder Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu diagnostizieren. Wann haben Sie angefangen, an EU-Projekten mitzuarbeiten? Ich habe angefangen, an EU-Projekten mitzuarbeiten, seit ich eigentlich hier in Bern bin, schon seit 2006, dann direkt nachdem ich hierher gezogen bin. Wie haben Ihnen Ihre Kontakte mit U-Research bei dieser erfolgreichen Teilnahme geholfen? Die Kontakte mit U-Research helfen uns in drei Stufen. Allein beim Start, die Hürde der Antragstellung zu überwinden. Dann hilft U-Research uns bei der Verwaltung der komplexen europäischen Gesuche. Und am Ende hilft U-Research auch in die Zukunft zu blicken, neues Lobbying in Brüssel zu betreiben für zukünftige Forschungsprojekte. Was ist der Mehrwert für Ihr Institut? Der Mehrwert ist vor allem der, dass die EU-Projekte eine Laufzeit von 5 Jahren haben, was uns einfach den Freiraum gibt, uns 3 Jahre auf die Forschung zu konzentrieren, ohne schon wieder strategisch nachzudenken, wie die nächste Antragstellung lautet. Während des Verlaufs ist U-Research einfach sehr wichtig bei der Verwaltung des Budgets, das sich ja aufteilt in Gehälter und in Verbrauchsmittel und dann Overhead, um uns zu helfen, diese Mittel optimal zu nutzen und auch optimal auszugeben. Würden Sie in Zukunft in Horizon 2020 teilnehmen? Ja, wir werden sicher in Horizon 2020 teilnehmen. Mit der kompetenten Hilfe von U-Research ist die Hemmschwelle, sich jetzt diesem neuen Projekt zu widmen, abgebaut. Und deswegen haben wir großes Interesse daran teilzunehmen. Aber das ist wichtig, dass man einfach weiß, wen kann ich ansprechen und was lasse ich besser sein.